Fenster und Türen aller Art. Doch wer sich hier in der Fachabteilung eines Baumarktes wähnt, der irrt sich. HWK-TV begrüßt Sie aus dem Polizeipräsidium in Koblenz. Hier widmet sich ein Bereich der Einbruchsprävention. Und damit sind wir auch schon beim Thema der heutigen Sendung, in der sich alles um Sicherheit rund ums Haus dreht. Zu Gast im Bereich Einbruchprävention des Polizeipräsidiums Koblenz, in dem uns Kommissariatsleiter Jürgen Quirnbach begrüßt. Hier informiert die Polizei zu handfesten Möglichkeiten rund um die Sicherheit des Hauses. Wir befinden uns hier beim Polizeipräsidium in Koblenz im K15. Hier wird Einbruchprävention groß geschrieben und wir haben viele Produkte, die wir dem Kunden zeigen können, wo wir erklären, was ist sinnvoll zu installieren und was weniger sinnvoll. Wir haben hier einige Muster an einer Tür. Das sieht natürlich jetzt sehr verwirrend aus, aber einige Produkte helfen gegen den Einbrecher sehr gut. Zum Beispiel ein Querriegelschloss zur nachträglichen Absicherung einer Tür mit einer Verriegelungsstelle im Schlossbereich und einer Verriegelungsstelle im Bereich der Scharniere. Das heißt also, beide Teile sind abgesichert, von innen mit Schlüssel bedienbar und von außen mit Schlüssel bedienbar. Das bedeutet, Sie können die Tür, wenn Sie weggehen, ebenfalls so verriegeln und weitere Mitbewohner, die schlüsselberechtigt sind, können das wieder öffnen. Es gibt weitere Lösungen, die etwas abgespeckt sind, zum Beispiel Kastenriegelschlösser. Hier hat man eine Verriegelungsstelle zusätzlich, die von außen mit einem Schlüssel bedient werden kann. Oder in Ergänzung mit einer Türspaltsperre. Hier hat man einen Anwesenheitsschutz, wenn man den Hebel einmal umlegt, und eine zusätzliche Verriegelungsstelle, wenn man den Hebel zweimal umlegt. Und man kann dieses Element sowohl von innen wie auch von außen bedienen. Wir bieten dem Kunden für jede Tür, die wir in einem Gebäude vorfinden, verschiedene Sicherungsmöglichkeiten an. Und hier in diesem Bereich sehen Sie einige davon. Wenn wir uns jetzt von der Tür abwenden und gehen zu dem Bereich Fenstern, haben wir ein ideales Element aus polizeilicher Sicht mit einem einbruchhemmenden Fenster. Das einbruchhemmende Fenster sieht von der Optik her gleich aus wie ein Standardfenster, hat jedoch andere Verriegelungspunkte, wie Sie hier sehen. Und diese Verriegelungspunkte sind über Stahlpilzzapfen mit Stahlschließteilen so gearbeitet, dass der Einbrecher es schwierig hat, dort einzusteigen und dort aufzuhebeln. Ein Standardfenster hält bei Einbruchwerkzeug in der Regel zwischen 15 und 20 Sekunden aus. Ein einbruchhemmendes Fenster locker mal 10, 15, 20 Minuten, was wir auch in Tests schon selbst durchgeführt haben. Von daher eine sehr gute Empfehlung. Der Vorteil von einem einbruchhemmenden Fenster, was man ab Werk direkt so bestellen sollte, ist auch, dass man ein einbruchhemmendes Glas verwendet. Hier kann man mit einem Hammer, einer Axt draufhauen. Das Glas wird zwar reißen, aber es hält weiterhin Stand. Und einem abschließbaren Griff mit 100 Newtonmeter Widerstand und einem Bohrschutz, sodass also die Eingriffsmöglichkeiten von einem Einbrecher, dass dort standgehalten wird. Neben den mechanischen Produkten, die wir im Standard empfehlen, kommen wir auch zu Produkten aus der Elektronik. Und Sie sehen hier an dieser Tafel eine Einbruchmeldeanlage, plattdeutsch Alarmanlage, die vorzüglich geeignet ist, verschiedene Komponenten zusammenzuführen. Einmal den Einbruch zu signalisieren, wenn er denn stattfindet. Gleichzeitig sehen Sie hier auch die Möglichkeit, Integration von der Brandmeldeanlage, von einem Überfallmelder. Das hängt halt von dem Bedarf ab, den der Kunde hat. Es ist ein anderer Bedarf beim Privatkunden gegenüber einem gewerblichen Kunden und wir orientieren uns an dem, was an Bedarf da ist und empfehlen dann Firmen, die ausgebildet wurden bei der Handwerkskammer Koblenz oder anderen Unternehmen, die dazu geeignet sind, die im Bereich Mechanik und im Bereich Elektronik bundeseinheitlichen Pflichtenkatalog erfüllen, ausgebildet werden und dann auch beworben werden durch Listen, die die Polizei bei jedem Gespräch herausgibt. So arbeiten Handwerk und Polizei im Sinne des präventiven Einbruchschutzes zusammen, wozu beispielsweise die Beratung und der Einbau von Rollgittern gehört. Aber auch über die jüngste Generation von elektronischen Schlössern informieren Polizei und Handwerk, wie auch über zusätzliche Verriegelungssysteme der Haustür. Und selbst der Extremfall, die Installation von schusshemmender Verglasung, ist Thema im Showroom des Polizeipräsidiums.
Sonderlösungen wie die Vergitterung von Fluchtfenstern, über die man nicht einsteigen, aber im Notfall problemlos aussteigen kann, werden vorgestellt. Und auch die mechanische Funktionsweise von Schlössern ist zu sehen, die im Einbruchsfall hohen Belastungen ausgesetzt wird. Jürgen Quirnbach über die Vorgehensweise von Einbrechern. Wir haben hier einmal einen Schraubendreher, 30 cm Länge, Standardwerkzeug für alle Einbrüche und geeignet, nicht gesicherte Fenster und Haustüren, Kellertüren schnell zu öffnen. Und schnell bedeutet 10, 15, 20 Sekunden. Noch schneller kann man mit dem Montiereisen arbeiten. Beide Werkzeuge lassen sich unter der Jacke, unter der Weste schnell verstecken. Das bedeutet, Sie sehen es dem Täter nicht an, wenn er so in Anführungszeichen bewaffnet an ein Haus geht und einbrechen will. Die Haupteinbruchzeiten sind bei uns in Deutschland Mitte Oktober bis Mitte März, Morgendämmerung, Abenddämmerung. Und wir haben mittlerweile Tageswohnungseinbrecher, das heißt also in der Tageszeit von ungefähr 50%. Neben dem äußeren Schutz des Hauses sorgt die Installation von Alarmanlagen für zusätzliche Sicherheit im Haus. Ein Aufgabenbereich im Elektrounternehmen von Thorsten Wenzel, der die Möglichkeiten einer modernen Alarmanlage erklärt. Die Anlage, die wir momentan hier aufbauen, ist eine Alarmanlage mit integriertem Videoüberwachung in den Bewegungsmeldern. Das heißt, sobald der Bewegungsmelder jemand erfasst, sendet die Anlage über MMS ein Bild auf ein gewünschtes Handy oder auch an irgendeine Internetadresse, sodass man direkt sehen kann, wer sich in dem Objekt auch befindet. Eine Alarmanlage sollte immer vom Fachmann errichtet sein, einmal um ganz einfach zu vermeiden, dass Fehlalarme kommen, weil das einfach 90% der Fälle, wenn eine Alarmanlage auslöst, ist oft ein Fehlalarm. Und außerdem, es gibt so viele sicherheitsrelevante Dinge, die ganz einfach nur der Fachmann auch richtig einschätzen und abschätzen kann, der dafür einfach ausgebildet ist. Grundsätzlich ist es wichtig, wenn wir uns ein Objekt anschauen, für ein Angebot zu erstellen, gehen wir erstmal hin und schauen uns die Außenhaut an, das heißt die Fenster, die Türen, die Schlösser. Und wenn das nicht alles stimmt, dann brauche ich auch keine Alarmanlage, weil wenn der Einbrecher es schon leicht hat, irgendwo in ein Objekt reinzukommen, die Alarmanlage ist ja nur ein zusätzlicher Schutz, also der äußere Schutz muss auf jeden Fall bestehen. Der äußere Schutz ist auch Thema im Schlosserunternehmen von Peter Gieratz. Der erfahrene Handwerksmeister ist Schloss-Spezialist und bietet einen Schlüsselnotdienst. Die mechanische Funktionsweise eines Schlosses ist ein kleines Wunder für sich, das Peter Gieratz nach dem Öffnen in seinem Aufbau erklärt. Wir haben jetzt das Schloss geöffnet und sehen die mechanischen Bauteile. Und wenn ich diese Nuss bewege, dann sehen Sie, wie die Falle zurückkommt. Diesen gleichen Schritt kann ich natürlich auch über den Profilzylinder machen, indem dass ich den drehe. Und Sie sehen ja, wie der über den Wechsel diese Falle zurückholt. Wenn ich den Profilzylinder natürlich andersrum drehe, dann schließe ich den Riegel vor und schließe die Türe ab, sozusagen. Doch Gieratz hilft nicht nur beim Zuschließen, sondern auch im Notfall beim Öffnen der Tür. Wenn eine Tür zugefallen ist, dann kann ich den Leuten auf mechanischem Wege helfen durch Manipulation. Außergewöhnlichste ist dann immer, wenn man halt eben mal ganz spektakulär mit der Kripo oder mit sonstigen Herrschaften unterwegs ist, die also Hoheitsgewalt haben, dann kann alles so einiges passieren, wo man anschließend sagen muss, da schlägt einem auch schon mal das Herz in die Hose, wenn man nicht weiß, ob da ein großer Hund oder eine Pistole hinter der Tür steht. Neben Schlössern zum Schutz des Hauses widmet sich der Betrieb aber auch der Herstellung von Gittern. Hier die Nachfertigung bereits bestehender Fenstergitter. Wir machen heute auch vieles in Edelstahl, wobei aber ein Teil auch noch am Schmiedefeuer gearbeitet wird. Wir schmieden noch Meißel aus, wir härten noch. Diese ganzen Sachen können wir noch. Das habe ich alles an meinen Junior weitergegeben. Auch er, ein Profi in Sachen Sicherheit des Hauses. Sollten Sie Fragen zur Sicherheit Ihres Hauses haben, wenden Sie sich bitte an die Kollegen des Polizeipräsidiums in Koblenz. Sie beraten Sie entweder hier oder auch bei Ihnen vor Ort. Und selbstverständlich stehen Ihnen auch die Fachbetriebe des Handwerks mit Rat und Tat zur Seite, wenn es um die Sicherheit Ihres Hauses geht. Informationen dazu finden Sie im Internet unter hwk-koblenz.de.